So, da ist der Sticker. Und jetzt werden wir mal probieren, wie sich so eine Elektrobuchte fährt. Hey, der da drüben, der will das Ding hochfahren, der bringt sich komplett um. Ja, und die Kupplung schön langsam kommen lassen, gell? Wie wir es in der Fahrschule gelernt haben. Wie der gleich auch am Gas hängt, gell? Wahnsinn. Geil! Oh, so! Der Anzug aus der Kurve, du musst scheißen! Geil! Also, wenn ich das Teil dafür üben könnte! Und bis Stufe 3 hast du jetzt hochgeschaltet. Ist noch! So, also weil der Knilch da drüben jetzt gerade die Bude mit Timmerradbremse komplett leer gerammelt hat, fahre ich jetzt das Fahrrad mit Fußbremse am Lenker. Quasi. Also Hinterradbremse links, Vorderradbremse rechts. Und ja, fangen jetzt erstmal in Stufe 1 an, weil wir sind ganz große Mädchen und wissen noch gar nicht, wie sich das jetzt verhält. Das ist echt komisch, Alter. Das ist ja so komisch. Oh, ist das witzig. Oh, hallo. Okay, da ist mein Fuß gleich wieder auf die Hinterradbremse gekackt. Boah, das Fahrwerk hier ist bockharte, zumindest so was ich gewohnt bin. Oh, ist das witzig! Also lässt sich wunderbar dosieren, das Ding. Ist ja mega geil. Also mein Fuß will immer noch so ein bisschen auf die Hinterradbremse. Und ich habe das Gefühl, man merkt das Gewicht schon. Der Fahrwerk ist zwar harter, aber... So, stellen wir mal auf Stufe 2. Oh ja, das geht gleich ganz anders. Oh, das geht ja gleich ganz anders. Okay, das ist geil.
Was halt echt geil ist, dass man hier so geil kleben kann. Das ist ja gleichmäßig auch wie die Sau. Das ist halt so geil. Das ist jetzt die böse Stufe, gell? Ich will nur mal ausprobieren, wie das den Hang hochgeht. Also Stufe 3 ist ja schon komplett wahnsinnig. Und Stufe 4 wären jetzt 60 PS oder sowas. Ach, wir probieren es mal aus. Okay, Stufe 5 ist jetzt schon so. Woo!
geil. Das ist ja nur krank. Das ist ja nur krank. Ich bin gerade nur nicht drüber gekommen, weil die so doll durchgedreht hat. Alter. Alter. Wie gut diese Bremsen auch sind. So, also, jetzt gleich. Alter, das ist ja richtig scary. Aber halt auch immer noch sanft zu fahren. Alter, das ist ja nur geil. Scheiße, ey. Das ist echt unfair. Freut dich. Das ist wirklich, als würdest du einen Cheatcode eingeben. Wenn du kannst ja. Das ist ungefähr so, als damals den Viertakter und den Ufo-Klassenwagen. Ey, du kannst es ja in den Kurven so fein dosieren. Ja, ja. Das ist ja. Und dann musst du. Also, jetzt hier gerade viel. Du musst ja gar nichts machen. Ey, das ist geil, das ist wie Kupplung. Nee, kann ich nicht. Das ist wie Kupplung, einer Zweitakter. Aber ich bin vorhin damit losgefahren und wollte schalten. Also, was ich jetzt hatte, dass so in den ersten 3, 4, 5 Kurven das Bein immer noch aus dem Fenster. Also, und, wo keine mehr ist. Aber wenn du dich dann so ein bisschen reingefuchst hast, ist es 3 Runden. Richtig geil. Hat's einen Transporter dran? Nee. Nee. Aber ich bin doch. Mit deiner Eichenkörper. Ich bin noch nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen, habe ich mich mit der irgendwie nicht gesprungen. Also vorhin mal den Doppel gemacht und die großen. Nee, aber du dachtest mir, ob du noch alle Latte anzahlen hast, als ich ihn in der ersten Runde gesehen habe. Zweite Runde bin ich. Ja, und das ist schon. Fancy ist das. Richtig geil. Das ist ja richtig geil. Ey Patty, wir werden deine Bude ja so zu Tode knechten. Oh. Oh, ich hab schon ein bisschen. Ja, was ich halt echt schwierig finde, so die Geschwindigkeit für Sprünge abzuschätzen. Ja, weil du hast den Sound dazu nicht. Hast den Richtwert einfach nicht. Und normalerweise hast du ja dann auch noch einen Gang drin und weißt, in welchem Gang, bei welchem Geräusch du da drüber kommst. Das hast du jetzt halt gar nicht, weil du hast gar keinen Gang. Du weißt ja nicht mal, wie schnell du in etwa bist. In Stufe 5, keine Ahnung, ob du da jetzt gerade kurz 200 drauf hattest oder nicht, weißt du? Wahrscheinlich. Weil es geht ja so fucking schnell. Hang hast du auch gemacht, der schiebt die Sau, gell? Ich hab ja extra langsam hier vorne gemacht, gell? Um einfach mal. Ich glaube, ich hatte nur Halbgas oder so, weil es ging gar nicht komplett aufzumachen. Was hast du zur Herrenstufe? Also, es ist schon echt männlich. Aber es ist trotzdem. Also, wie gesagt, es ist halt viel dosierbarer, als ich gedacht hätte. Auch in Stufe 5. Ja, gut, du kriegst jetzt auch die Leistung nicht auf dem Boden, so platt wie es ist. Ja, ja, schon, aber ich dachte halt, du kommst so ins Gas und die macht halt gleich den hier, aber die geht ja trotzdem schön sanft raus. Trotzdem dosieren, ja, ja.